Einen Tag nach meinem 49. Geburtstag haben mir die Löwen ein ganz großes Geschenk bereitet. Ich durfte als Goalie beim All-Star-Game ran, aber vorher habe ich gedacht, ich suche mir in der Eissporthalle erstmal ein Fleckchen, um mich zu verstecken. Mit 49 gehört man ja schon zum alten Eisen, aber das, was Finn mit seinen 9 Jahren kann, das kann Papa doch schon lange. Aber erstmal ging es zum Fotoshooting und währenddessen wurde alles fürs Training aufgebaut. Und dann war der Moment gekommen. Die Protagonisten des heutigen All-Star-Games betraten die Eisfläche in der Eissporthalle Frankfurt. Nachdem ich den Kampf mit meinem Helm gewonnen habe, betrat ich auch mit der Nummer 16 hier als Torwart das Eis. Und ich war froh, dass ich den Weg bis zur Spielerbank schadlos überstanden habe. Weil wer mich kennt, weiß, mit Schlittschuhlaufen habe ich es mal definitiv nicht so. Deswegen war ich sehr dankbar, dass ich hier den Weg bis ins Tor ohne Sturz geschafft habe. Ganz besonderer Dank gilt aber dem jungen Mann, der gleich neben mir steht, nämlich hier einem der U20-Torhüter des Löwen-Nachwuchses, ohne dessen Tipp ich heute einfach gar nichts auf die Reihe bekommen hätte. Insofern muss ich auch ganz klar sagen, das, was Finn und die anderen Goalies da täglich da im Training und in den Spielen leisten, das ist schon wirklich großes Kino. Als Coaches für die weiße Mannschaft standen unter anderem auch Reed McNeil und Brett Breitkreuz zur Verfügung. Aber ich hielt mich erstmal an die ganzen Anweisungen des jungen Manns, der irgendwie mehr Ahnung von diesem Thema hat als ich. Nicht, dass die Ausrüstung schon einiges wiegt, aber auch dieses Hoch und Runter ständig, das ist echt anstrengend. Hätte ich mir vorher so in der Form nicht gedacht. Und mit jeder Minute hatte ich mehr Respekt vor der Leistung von Finn und allen anderen Goalies, die sich das hier tagtäglich geben. Für mich war der Weg erstmal dann Richtung Ersatzbank und mal ein kleines Päuschen einlegen. Und da das echt anstrengend bin, ging es auch regelmäßig wieder zur Spielerbank, um sich einfach ein wenig auszuruhen und was zu trinken. Und dann stand er auf dem Programm, der große Einlauf der Spieler. Danke, Rüdiger, für diesen Gänsehautmoment, den werde ich sicher lange nicht vergessen. Und dann stand das erste Spiel für mich auf dem Programm. Das All-Star-Game der Löwen Frankfurt. Löwen Orange gegen Löwen Weiß. Und irgendwie ist das wie Nervenkitzel. Kommt der Puck bis zum Tor und Gott sei Dank hat der hier vorbeigeschossen. Aber ich habe da echt schon Blut und Wasser geschwitzt, wenn da jemand alleine auf einen zuläuft. Aber die besten Saves haben wir auf jeden Fall hier mal zusammengefasst. Beim All-Star-Game treten Sponsoren, Partner und Freunde der Löwen an, einfach just for fun. Und es gibt ein paar, die können es wirklich gut, aber ein Großteil der auf dem Eis stehenden Protagonisten sind ungefähr auf meinem Leistungslevel. Wie gesagt, Finn, Max und Philipp haben sich köstlich amüsiert. Die standen immer hier hinter der Bande und haben es dann auch passend kommentiert. Als ich die Videos hier geschnitten habe, musste ich mehr als einmal lachen. Und die Jungs hatten echt ihren Spaß. Aber was man auch gemerkt hat, wenn man nicht Schlittschuh laufen kann, ist dieser Weg zwischen diesen beiden Pfosten schon ganz schön weit. Finn habe ich ja schon unzählige Male zugeschaut, wie er seinen Job im Tor erledigt. Und ich habe mir ein paar Sachen abgeguckt. Vor allem immer den Puck im Auge behalten und sich immer schon wieder ein bisschen so positionieren, dass man entsprechend im richtigen Winkel zwischen Spieler und dem eigenen Tor steht. Was sich in der Theorie so einfach angehört hat, war in der Praxis eine echte Herausforderung. Und ich sag euch, von oben von der Tribüne sieht das alles viel leichter aus als da unten auf dem Eis. Immer fokussiert sein und ihr seht gleich warum. Plötzlich kommt aus dem Nichts ein gewaltiger Schlagschuss, den ich nur mit größter Mühe abwehren konnte. Mein erster, fast mein erster Save. Aber meine Mannschaft hat's gepackt. Das erste Tor für die Löwen Weiß. Was für ein Gefühl auf dem Eis, dieses Tor aus dem eigenen Tor heraus miterleben zu dürfen. Ich kam aus dieser Euphorie gar nicht mehr raus. Vor allem das Gute war, wenn das Spiel auf der anderen Seite stattfand, war ich in meinem Tor relativ sicher
und hatte auch keine Schweißperlen auf der Stirn. Aber wo das erste Tor ist, sollte das zweite hoffentlich nicht allzu weit entfernt sein. Und es war eigentlich wie im Profispiel. Die Ansagen von Rüdiger, die Musik passend. Wow, was für ein Gefühl. Danke nochmal für dieses ganz besondere Highlight, liebe Löwen. Und es ist ja ganz normales Programm, dass unsere Profitorhüter nach gewonnenen Spielen tanzen. In dieser Ausrüstung ist es echt eine Challenge. Aber vorher musste man ja auch diese ganzen Klamotten anziehen. Wie gesagt, aus der Theorie beherrsche ich das natürlich perfekt. Bei Finny kriege ich das auch super hin, aber sich selber anzuziehen, gab das ein oder andere Hindernis, was es dabei zu überwinden gab. Das Anziehen der Schienen in Verbindung mit den Schlittschuhen, da brauchen wir eine ganz bestimmte Reihenfolge und mit einem dicken Bauch und was auch immer, war das fast gar nicht zu machen. Deswegen habe ich da echt lange gebraucht, um mich anzuziehen. Aber dann kamen die ersten Attacken aufs eigene Tor. Wenn der Gegner schon so nah vor meinem Tor ist, da musste ich natürlich auf der Hut sein und habe mich hier von links nach rechts gerobbt. Bin mal wieder aufgestanden, wenn es läuft. Ah, und guck mal, was der für eine Chance verdammt hat. Der wäre ich niemals mehr auf die andere Seite gekommen. Eine Sache der Unmöglichkeit. Und die nächste Attacke. Ah, Gott sei Dank hat der verschossen. Das denkt man nämlich auch, wenn man im Tor steht. Weil, ob man ihn gehalten hätte, wer weiß das schon. Und jetzt achtet mal auf diese Situation. Da wird es ruckzuck plötzlich brenzlig, weil der eigene Spieler den Puck nicht aus der Gefahrenzone bekommt. Aber schaut euch das nochmal wirklich in der Zeitlupe an, was für eine Spieldynamik dahinter steckt. Der eigene Spieler versucht jetzt zu klären, schießt dem anderen an den Schlittschuh. Der nächste Abwehrspieler von uns versucht die Situation nochmal zu bereinigen. Und was passiert jetzt? Der Puck kommt zum Gegner und der pfeffert das Ding in unglaublicher Geschwindigkeit aufs Tor, sodass hier alle Reaktionsfähigkeit von mir genötigt wurde. Und habt ihr gehört? Meine Jungs haben mich gefeiert wie ein Gott. Und die nächste Chance, die es zu vereiteln galt. Ah, was ein Ding! Und im Nachfassen habe ich mir das Ding gesichert. Dieser scheiß kleine Puck, der ist viel zu schnell für so einen Alten. Dann das nächste Tor für die Löwen in Weiß und the same procedure. Man braucht ja seine Rituale. Warum soll man das anders machen wie die Spieler vorne? Und die Jungs haben Gott sei Dank vorne nicht nachgelassen. So hatte ich regelmäßig Übung, ein wenig meinen Tanzstil zu verbessern. Aber die nächste Gelegenheit, sich zu beweisen, sollte nicht lange auf sich warten lassen. Und da ist sie! Ah, habt ihr gesehen? Was für ein Ding! Das hat richtig Laune gemacht. Ich habe mich dann aber auch erstmal beim Gegenspieler entschuldigt. Aber das gibt echt ein Adrenalin. Und hier kommt der Cheftrainer der Löwen Frankfurt, Matti Tikkilainen. Und direkt im Anschluss, wie es oft so ist, ein Tor für die richtige Mannschaft. Für die Löwen Weiß. Also ich möchte nicht zu viel verraten, aber er hat mir auch gerade mal einen Vertrag angeboten als 27. Torhüter der Löwen Frankfurt für die Reserve. Aber die nächsten Chancen warten. Aber ich war so froh, dass der junge Mann jetzt kam und ich mich mal ein bisschen ausruhen konnte. Aber die Pause war nur kurz. Es ging dann weiter. Und jetzt gab es das, was ich überhaupt nicht haben wollte. Es gab einen Foul und daraufhin hat die gegnerische Mannschaft eine Penalty zugesprochen bekommen. Das ist eigentlich der Moment, wo ich am liebsten vom Eis gefahren werde, weil jetzt stehst du plötzlich sowas vom krass im Mittelpunkt und bist wieder ganz fokussiert und schaust einfach, was da passiert. Mann, oh Mann, oh Mann, was für ein Erlebnis. Und dann läuft er an. Gott sei Dank konnte er nicht so gut Schlittschuh laufen. Hier die letzten Tipps von Josh, dem Goalie-Trainer der Profis, der sich auch köstlich amüsiert hat heute. Und ja, meinen ersten Penalty habe ich gehalten. Was für ein Ding. Yeah, baby. Als Goalie wird man gleich ein bisschen breiter, ein bisschen höher. Und ach, herrlich war das. Und wie gesagt,
Auch hier nochmal Lob vom Chefcoach für dieses grandiosen gehaltenen Penalty. Ach, herrlich, 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 herrlich. Das war super. Und dann schön Position suchen und Scheiße. Mein erstes Gegentor. Und das gab es erst im dritten Drittel. Vorher habe ich meinen Kasten sauber gehalten. Das hat mich ja schon ein bisschen geärgert, aber ihr habt gesehen, ich hätte es in der Minute nicht geschafft von der einen auf die andere Seite. Und dann gab es das Penaltyschießen. Aber als Halter Hauding im Tor weiß man ja schon, was da auf einen zukommt. Ich habe mir immer ganz genau angeschaut, wenn die von der Bande weggefahren sind, wie gut sie Schlittschuh laufen, und habe mir dann schon im Vorfeld genau eine Strategie festgelegt, um zu schauen, wie ich diesen Kasten sauber halte. Und ihr habt gesehen, allein meine Anwesenheit hat dem Gegner schon solche Angst eingeflößt, dass er direkt vorbeigeschossen hat. Der dritte Penalty am heutigen Tage. Den ersten hatte ich gehalten, den zweiten habe ich gehalten. Was ist beim dritten? Was habe ich mir überlegt? Schaut selbst. Schaut selbst. Lange gewartet, ein bisschen offensiv rausgefahren, um zu irritieren. Und dann im Bodenkampf den Puck für mich gewonnen. Und gleich darauf der nächste Penalty. Ja, es steht auch wieder gleiches Spiel. Überlegen und schauen, was kommt da auf mich zu. Und er hat sich selbst gefällt. Für mich eine gute Chance. Und ich habe mir wieder den Puck gesichert. Hat ein bisschen was von Eiscatchen, aber von daher machte das schon echt viel Laune, um diesen Puck wirklich so 1:1 zu fighten. Und der nächste läuft an. Oh, das war mal haarscharf. Aber war immer noch kein Penalty in meinem Tor. Und geil. Auch der verschießt. Aber langsam wurde es dann eng. Mal gespannt. Jetzt muss ich mir langsam auch mal eine andere Taktik überlegen. Immer das Gleiche. Schwierig. Aber diesmal habt ihr gesehen, ich bin rausgefahren, den Winkel verkürzt und habe immer noch das breite Grinsen auf meinen Lippen. So, und jetzt habe ich ihn aufgefordert, ganz offensiv. Oh, Mann, oh Mann. Aber ihr habt gesehen, wer als Sieger vom Platz geht. Die nächste Angriffslawine. Mal gucken, was wir uns jetzt einfallen lassen. Ah, habt ihr gehört? Mit dem Urschrei haben wir ihn so verstört, dass er selbst den Nachschuss einfach mal versemmelt. Vorletzter Schütze. Und. Ja! Gehalten! Sollte ich heute wirklich frei bleiben ohne Gegentor? Nein! Der Typ hämmert das Ding unhaltbar in den Winkel. Da konnte ich nichts machen. Von 11 Penaltys habe ich nur diesen einen, den allerletzten, reingelassen. Und damit habe ich auch für mich entschlossen, meine Torwartkarriere doch wieder direkt an den Nagel zu hängen. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich ganz klar für das in mich gesetzte Vertrauen als Torwart bedanken, bei allen Mitspielern, bei den Verantwortlichen der Löwen und natürlich auch beim Trainerteam. Aber ihr habt bitte Verständnis, dass ich euren attraktiven Vertragsangeboten als Ersatzgoalie dann doch leider nicht nachkommen möchte. Für mich stand auf jeden Fall die Welt gerade auf dem Kopf. Und dann kamen wir alle wieder hart gearbeitet vom Eis. An guten Sprüchen von den Zuschauern mangelte es auch nicht. Auch ich durfte mir noch einiges von Max, Philipp und Finn anhören. Das hatte sich schon einiges in sich. Und nachdem die ganzen Spieler das Eis verlassen haben, habe ich mich dann auch langsam vom Eis geschleppt. Glücklich und zufrieden, den Job halbwegs gut gemeistert zu haben. Danke nochmal an den Support der anderen echten Goalies. Ihr macht einen verdammt geilen Job. Und ich habe mir den Weg in die Dusche auf jeden Fall verdient. Auch wenn die Kinder schon ein bisschen gedrängelt haben, dass es doch endlich mal nach Hause geht. Noch ein paar Bilder zum Abschied. Vielen Dank ans Trainerteam, insbesondere Reed McNeil und Brett Breitkreuz. Und hier auch nochmal einen großen Dank an Bernd Lutz, der hat die Bilder gemacht für meinen allerersten Save im Löwentor. Das gab es zwischendrin mal als kleinen Boni. Papa und Finn
Und das war die Verabschiedung. Vielen Dank, mir hat es total viel Spaß gemacht. Danke, liebe Löwen, und tschüss.